Falls du soeben vor der Frage stehst, was die beste Kamera zum Filmen für YouTube, Videos, Vlogs, professionelle Videoaufnahmen und so weiter ist, dann lass mich dir in diesem Video helfen. Hey Leute, mein Name ist Walter Weber und auf diesem Channel zeige ich euch Tipps zum Filmemachen, Gear-Reviews und Behind-the-Scenes von meinen Aufträgen. Falls du also neu sein solltest, würde ich mich über ein Abo freuen. Vor einem Jahr erst habe ich ein Video über die Canon 6D Mark II gemacht. Von dieser Kamera war und bin ich bis heute überzeugt. Meine Empfehlung dieses Jahr geht jedoch ganz klar an die Canon EOS RP. Ich habe die Kamera jetzt schon seit mehreren Monaten getestet und mit dieser Kamera kannst du Vloggen, YouTube-Videos in hoher Qualität erstellen, als auch professionelle Videos im kommerziellen Bereich für Firmen produzieren. Und hier sind meine Top 10 Gründe, warum ich diese Kamera zum Filmen sowie Fotografieren als auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis für angehende Filmemacher ziemlich gut finde. Der erste Grund für mich ist die Videoauflösung. Diese Kamera kann in 60 Bildern pro Sekunde in Full HD filmen, was heutzutage absolutes Industriestandard ist und auch standardmäßig vorausgesetzt wird. Im Gegensatz zu Canon 6D Mark II kann diese Kamera auch in 4K filmen. Endlich hat uns hier Canon erhört. Der zweite Grund, der für diese Kamera spricht, ist der Autofokus, und zwar der Dual Pixel Autofokus, den es schon bei der Canon 1DX Mark II gibt, bei der Canon 80D und bei der Canon 200D. Es kann auch nach einem Jahr kaum eine andere Kameramarke mit diesem Autofokus-System mithalten, finde ich. Die Sony A7 III macht zwar einen sehr guten Job, aber noch immer nicht so gut wie der Dual Auto Pixel Focus von Canon. Für mich eines der Hauptgründe, warum ich nicht von Canon wechseln werde. Zudem wurde der Autofokus wieder mal verbessert. In diesem Szenario lasse ich zum Beispiel die Kamera einfach in der Mitte stehen, während sich die zu fokussierende Person nach links oder nach rechts bewegt. Der Fokus sitzt und das, finde ich, macht einfach nur Spaß. Ich muss nicht unbedingt jetzt die Fokuspunkte ändern oder nochmal auf den Touchscreen drücken. Der Autofokus geht sogar so weit, dass man sich entscheiden kann, welches der beiden Augen ich im Fokus haben möchte. Der dritte Grund, der für diese Kamera spricht, bleibt weiterhin für mich der Touchscreen. Es ist weiterhin ein Traum damit zu arbeiten. Ein Klick und ich habe alles im Fokus, egal ob ich vloggen will oder eine Person durchgängig beim Glidecam im Fokus haben möchte. Der vierte Grund für mich sind die Farben. Die Color Science von Canon ist für mich einfach weiterhin ungeschlagen. Ich selbst verbringe nicht viel Zeit damit für die Farbkorrektur, weil die Farben von Canon bereits aus der Kamera einfach direkt gut aussehen. Egal, ob ich eine Hochzeit filme und meine LUT-Presets verwende oder eine kommerzielle Arbeit filme, die Farben sind direkt gut, sodass ich nur noch wenig Farbkorrektur in der Post-Production betreibe und mir somit viel Zeit erspare. Und du kannst selbst entscheiden, ob du diesen Look als hochwertig empfindest oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall. Der fünfte Grund, der für mich spricht für diese Kamera, ist der Flip- und Touchscreen. Ich liebe den Flip-Screen, wenn ich mich selbst filmen möchte für YouTube-Videos und ich muss mir da einfach nicht viel Gedanken machen. Man kann super schnell die Bildkomposition, Belichtung und den Fokus einstellen. Zudem ist es sehr einsteigerfreundlich, da alle Einstellungen am Touchscreen verändert werden können. Der sechste Grund ist weiterhin auch der Vollformatsensor. Das ist wohl der Hauptgrund, warum man sich diese Kamera im Vergleich zu einer 80D oder 200D holen würde. Diese Kamera ist die günstigste, neueste und eine spiegellose Vollformatkamera von Canon. Für alle, die nicht so wissen, was so ein Vollformatsensor bringt, man hat wesentlich mehr Schärfentiefe im Bild. Hier sieht man das gleiche Bild mit den gleichen Einstellungen mit einer Kamera ohne Vollformatsensor und der Kamera mit Vollformatsensor. Und beim Vollformatsensor enthält der Hintergrund einfach wesentlich mehr Bokeh. Somit sehen eure Videos automatisch cineastischer aus. Und dadurch, dass es auch noch ein Vollformatsensor ist, performt die Kamera ebenfalls besser in lichtschwachen Situationen. Für Filmer ist dies ein großes Thema, weil es einfach oft Situationen gibt, bei denen man das Licht nicht kontrollieren kann. Der Sensor der Canon EOS RP outperformt sogar meine 6000 Euro 1DX Mark II. Der siebte Grund, der für diese Kamera spricht, ist die interne Timelapse-Funktion. Die interne Timelapse-Funktion der Kamera ist wirklich wahnsinnig gut. Meine Canon 1DX hat das nicht und ich schleppe ungern immer ein Intervallometer mit mir mit.
Gerade im Urlaub möchte man doch eigentlich gerne nur die Kamera dabei haben, hinstellen und sie machen lassen. Und das ist hier eben einfach gegeben. Zusätzlich hat diese Kamera wie die Canon 6D Mark II ebenfalls einen 26,2 Megapixel Sensor, was für professionelle 6K Timelapses genutzt werden kann. Die Kamera ist ebenfalls wettergeschützt und hat eine Wi-Fi-Option. Somit erlaubt es mir, die Videos oder die Bilder direkt auf mein Handy zu ziehen. Der achte Grund, für den für diese Kamera spricht, ist ein spiegelloses System. Canon sitzt mehr und mehr auf spiegellose Kameras, denn wir alle wissen, dass hier wohl die Zukunft liegt und in Zukunft mehr und mehr Objektive für DSLM-Kameras kommen werden. Die Canon EOS RP ist der perfekte Einstieg in die spiegellose Welt und Canon denkt natürlich mit. Denn wer vorher wie ich nur EF-Objektive verwendet hat, wird nicht enttäuscht. Man kann diese ohne jegliche Nachteile auf seiner Canon EOS RP mit dem kostenlosen mitgelieferten Adapter verwenden. Der neunte Grund, der für diese Kamera spricht, sind die Objektive und noch mehr Features. Das heißt, Canon produziert neue Objektive für ihre spiegellose Reihe und diese haben es in sich. Ich nutze wie gesagt noch meine EF-Mount-Objektive, aber ich muss sagen, dass die neue RF-Reihe sehr verlockend ist, da Canon hier wirklich extrem hochwertige Objektive produziert. Zudem hat diese Kamera eine Peaking-Funktion und die 4K-Funktion führt nicht zur Überhitzung. Der zehnte Grund, der für diese Kamera spricht, ist der Preis, die Zuverlässigkeit und die Marke. Zum Preis: Es gibt keine andere Kamera auf dem Markt zurzeit, die all diese Features in einer Kamera hat für gerade mal 1500 Euro, weshalb ich mich auch dafür entschieden habe. Die Zuverlässigkeit, damit meine ich, wenn ich eines über Canon weiß, dann, dass ich mich darauf zu 100% verlassen kann. Bei anderen Kameramarken hört man oft sehr tolle Features, die meist aber tatsächlich eher noch unausgereift sind und dann zum Beispiel zum Überhitzen der Kamera sorgen. Zur Marke: Ich bin jetzt nicht der absolute Brand-Verfechter und meine, dass jetzt jeder eine Canon-Kamera haben sollte, aber es hat gewisse Vorteile, auf Canon zu steigen. Denn für jemanden, der gerade noch dieses Handwerk erlernt, also ob er Fotos oder Videos macht, dem kann es schon sehr zum Vorteil sein, da die meisten Fotografen und Filmemacher da draußen Canon nutzen. Somit ist es für Einsteiger einfacher, Fragen zu klären und man kann wesentlich einfacher mal Objektive tauschen, um sich auszuprobieren. So Leute, insgesamt ist es für diesen Preis einfach eine verdammt gute Kamera. Es gibt keine Kamera, die alles hat, aber jede Kamera hat einfach eine einzigartige Kombination aus gewählten Features und du musst eben für dich entscheiden, welche Features du brauchst und welche nicht. Natürlich habe ich mich im Vorfeld informiert und möchte auch noch auf die Nachteile der Canon EOS RP eingehen. Die Beschwerden, die ich vor allem höre, ist, dass die Kamera nicht in 24 Frames pro Sekunde in Full HD filmen kann, der Akku ist klein und man hat nur einen SD-Kartenslot. Ebenfalls hat man keinen Dual Autopixel Fokus auf 4K. Die Frage, ob das so wichtig ist mit den 24 FPS in Deutschland, muss jeder für sich entscheiden. Die meisten Leute, die ich kenne, filmen sowieso in PAL und können somit auch problemlos in 25 Bildern pro Sekunde und 50 Bildern pro Sekunde in Full HD filmen. Zu den anderen Punkten wie Akku und 4K und SD-Karte. Ja, das ist wirklich nicht so schön. Man wird viele Akkus benötigen und in 4K wohl auf den manuellen Fokus gehen müssen. Aber was ich dazu sagen möchte ist, hängt euch da bitte nicht an solchen Technikdetails auf. Die meisten Leute brauchen das nicht und setzen sich Stunden, Tage oder Monate lang damit auseinander und wollen die perfekte Kamera finden, anstatt einfach mal anzufangen. Oft haben sie dann diese tollen technischen Features und merken im Nachhinein, dass sie die überhaupt nicht brauchen. Wer auch diese Sachen natürlich gelöst haben möchte, der muss halt dann vielleicht auch einfach mal mehr Geld zahlen. Und zwar zum Beispiel für die Canon EOS R. Man kann eben nicht alles für knapp 1500 Euro erwarten. Und das Problem, das ich ebenfalls sehe, ist, dass sich die Leute tatsächlich super teure Kameras teilweise holen, weil sie denken, dass je besser ihre Technik ist, umso besser sind ihre Videos. Und oft ist das einfach nicht der Fall, da die Kameras dann sogar teilweise überfordern oder der Nutzer noch gar nicht die benötigte Erfahrung hat, um das Maximale aus so einer Kamera herauszuholen. Zusammenfassend gesagt, gibt es keine Kamera, die die beste in allem und in jeder Kategorie sein wird, aber ich bin absolut begeistert von dieser Kamera und der Preis ist absolut gerecht. Ich persönlich werde diese Kamera immer als B-Kamera nutzen zum Vloggen, Reviews oder für einen Second Shooter.
Vor allem auch für meine Bilder auf Instagram oder bei Videos wie hier, bei denen ich mich selbst filme. Aber ich werde diese Kamera nicht gegen meine 1DX Mark II tauschen, wenn mich ein Kunde bucht, obwohl ich wahrscheinlich das gleiche Endergebnis mit der Canon EOS RP erzielen könnte. Manchmal fehlt mir dann aber doch die 4K 60fps Funktion. Ich hoffe, ich konnte dir hier bei dieser Entscheidung etwas helfen. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere diesen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.